Schau Phineas und Ferb im Disney Channel. Also Ferb, was sollen wir heute machen? Was ist mit Perry? Was möchte er heute tun? Tja, er ist ein Schnabeltier. Die machen nicht viel. Mir ist jedenfalls langweilig und dieser Zustand muss umgehend geändert werden. Das Erste, was sie uns in der Schule fragen werden, ist, was wir diesen Sommer erlebt haben. So viele Wochen schulfrei? Unser Leben sollte einer Achterbahnfahrt gleichen und ich rede von einer tollen Achterbahn, nicht so wie die auf dem Rummelplatz. Bitte nur links aussteigen. Mann, war das öde. Also wenn ich eine Achterbahn bauen, das ist es. Ich weiß, was wir heute tun werden. Phineas, Ferb, ich muss ein paar Sachen einkaufen. Benehmt euch so lange, okay? Na klar, Mom. Wir werden eine Achterbahn bauen. Ich trage die Verantwortung, ja? Du hast es ihnen gesagt. Ganz ruhig, Candace. Niemand muss die Verantwortung tragen. Aber was ist, wenn es einen Notfall gibt? Und das wäre? Was wäre, wenn ein Satellit den Orbit verlässt und auf unser Haus fällt? Wenn das passiert, bist du verantwortlich. Ja. Mom, sag, ich bin verantwortlich. Situationsbedingt. Wie auch immer. Sekunde mal, was treibt ihr da? Hausaufgaben. In den Sommerferien? Na klar, oder schiebst du etwa alles auf? Tja, ich werde euch im Auge behalten. Und ich bin verantwortlich. Situationsbedingt. Hallo? Hi, Stacy. Nein, ich kann jetzt nicht shoppen. Mom ist gerade einkaufen. Ich trage die Verantwortung. Naja, situationsbedingt. Ach ja? Dann sieh nach, ob Jeremy da ist. Nein, er ist der Süße, der bei Mr. Slushy Burger arbeitet. Ja, er hat mich letztens angelächelt, als wir dort waren. Ich bin total rot geworden. Nein, ich sagte doch, ich kann nicht. Ich muss auf meine Brüder aufpassen. Ja, und sie kriegen nie Ärger, wenn Mom nie was mitkriegt. Aber meine Zeit wird kommen und dann sorge ich dafür, dass Mom sie eiskalt erwischt. Könntet ihr mal Ruhe geben? Ich versuche hier zu telefonieren. Tja, wie gesagt, Mom hat mir die Verantwortung übertragen. Ich habe sie unter Kontrolle. Was sie gerade machen? Wieso fragst du? Wie, du kannst es von deinem Haus aus sehen? Was sehen? Phineas, was ist das? Gefällt's dir? Oh, das werde ich gleich Mom erzählen. Und wenn sie sieht, was ihr macht, seid ihr fällig. F-L-L-I-G, fällig. Wir brauchen ein Schweißgerät und etwas Erdnussbutter. Hey, Candace, ist Phineas zu Hause? Fällig, sag ich. Hey, Phineas. Hey, Isabella. Was machst du gerade? Wir bauen eine Achterbahn. In eurem Garten? Teilstrecken. Wow, ist das nicht eigentlich unmöglich? Manche würden das sagen. Hey, Ferb. Spricht dein Stiefbruder auch jemals? Ferb? Er lässt eher Taten für sich sprechen. Ich wollte später schwimmen gehen. Willst du mitkommen? Wir sind hier gerade etwas beschäftigt. Oh, na klar. Gut, dann sehen wir uns später. Okay. Hey, Ferb, hast du noch ausreichend Nieten da oben? Hey, wo ist Perry? Guten Morgen, Agent P. Der böse Dr. Doofenschmerz schlägt wieder zu. Aus unbekanntem Grund hat er landesweit 80% aller Alufolien erworben. Ich möchte, dass Sie sein Versteck aufsuchen, rausfinden, was er vorhat und ihn aufhalten. Höchste Priorität ist wie immer, dass Ihre Identität als friedliebendes Haustier intakt bleibt. Und jetzt fliegen Sie los. Wir verlassen uns auf Sie. So wie ich das sehe, schalten sich die Antriebsraketen auf dem Parkplatz vom Einkaufszentrum ein. Dann lassen wir am Autobahnlooping die Schlangen frei. Ich besorg mal die Schlangen. Mom, du musst sofort nach Hause kommen. Ist dein Satellit auf unser Haus gefallen? Nein. Du musst dir ansehen, was Phineas und Ferb anstellen. Hatten wir dieses Thema nicht schon des Öfteren? Was meinst du? Vor kurzem sollen die Jungs Fahrradjonglierende Affen trainiert haben. Und als ich nach Hause kam, gab es erstaunlich wenig Affen. Ich weiß nicht, wie sie so schnell aufgeräumt haben. Und welchen Notfall haben wir dieses Mal? Die beiden bauen eine Achterbahn. Candace, ich bitte dich. Ist Phineas nicht noch etwas zu jung, um ein Achterbahningenieur zu sein? Bist du nicht noch etwas jung, um ein Achterbahningenieur zu sein? Ja, das bin ich. Tja, ich muss zugeben, ich bin sehr beeindruckt. Die Formulare sind alle korrekt ausgefüllt, obwohl noch nie jemand Wachsmalkreide benutzt hat. Also, wenn ihr noch was braucht, egal was, dann sagt Bescheid. Wäre es eventuell möglich, so ein Gerät auszuleihen? Ja, so lässt es sich leben. Perry, das Schnabeltier, welch unerwartete Überraschung. Und mit unerwartet meine ich ganz und gar nicht unerwartet.
Ich, Dr. Heinz Doofenschmerz, habe die gesamte östliche Küstenregion in Alufolie eingewickelt. Und wenn ich meinen gigantischen Magneten mit meinem genialen Magnetenverstärker verbinde, ziehe ich damit die östliche Küstenregion gen Westen und verursache damit eine Umkehrung der Erdrotation. Vielleicht fragst du dich, wieso tut er nur so etwas? Wie profitiert er davon? Tja, diese Frage kann ich selbst noch nicht genau beantworten. Du kannst dir vorstellen, was so eine Menge Alufolie kostet. Aber Mom, sie bauen wirklich und sie ist riesig. Phineas und Ferb präsentieren die coolste Achterbahn aller Zeiten. Eröffnung jetzt. Mom! Phineas und Ferb haben eine Achterbahn? Meint ihr, es gibt mit dem Flyer eine Ermäßigung? Wir sollten ihn mitnehmen. Hier, sieh doch hier. Ich wusste, ich bin nicht verrückt. Siehst du? Aha, und weswegen bist du nicht verrückt? Ich verstehe, was du meinst. Keine verrückte Person würde eine Wand anschreien. Ich bin bei den Milchprodukten, wenn du Käse oder dergleichen anbrüllen möchtest. Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädchen, Kinder aller Altersklassen, ich präsentiere euch hiermit unser spektakuläres Tagesprojekt. Die coolste Achterbahn aller Zeiten! Also, wer will zuerst? Zum Anschnallen den Gurt in die Halterung stecken. Zum Öffnen zieht ihr einfach an der... Ihr kennt das ja. Und das wär's auch schon. Wir wünschen viel Spaß. Seid ihr alle versichert? Ganz ruhig, die sind nur auf Plastik. Kann ich damit wirklich mein Geld zurückholen? Ich könnte mir einige westlich gerichtete Häuser zulegen und sie wieder verkaufen. Ha! Daneben! Au! 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 Du hattest eine Chance! Jetzt erzittere in deinen Stiefeln, während die unvorstellbar starken elektromagnetischen Felder die östliche Küstenregion verschieben und dadurch die Erde... Nun, das war wohl nichts. Und jetzt fliegt eine 2 Tonnen schwere Alufolienkugel mit 300 km/h direkt auf uns zu. Wir müssen umgehend den Magneten von dem Verstärker trennen, bevor es zu spät ist. Ich habe meine Kundenkarte immer dabei, aber in meiner Tasche herrscht solch ein Chaos. Sie wissen ja, wie das ist. Oh, 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 Mom, Mom! Das bringt nichts, das bringt nichts. Wir sind verloren. Du hast es geschafft. Du hast uns gerettet, Perry das Schnabeltier. Verflucht seist du, Perry das Schnabeltier. Siehst du, hier! Ich gebe auf. Was gibt's jetzt zu begutachten? Nein, das ist doch unmöglich! Ich hol den Einkaufswagen. Sie stand genau hier und sie war riesig! Mom! Los, uns taut alles auf! Also, du glaubst, Phineas und Ferb sitzen immer noch friedlich unter dem Baum im Garten, richtig? Ja, davon würde ich mal ausgehen. Schön, dann fahren wir jetzt nach Hause! Bist du ja, Perry. Schöner Hut, Isabella. Komisch. Ich habe die Grundrissstrecke anders in Erinnerung. Und das ist auch neu. Manchmal mache ich mir Sorgen um dich, Candace.
Willkommen bei Mr. Slushy Burger. Was hätten Sie gern? Möchte jemand fritten? Croissant. Möchte jemand ein Croissant? Wenn dieser Satellit auf die Erde fällt, ist Candace verantwortlich. Wir hätten mehr verlangen sollen. Okay, wir sind da. Bist du jetzt zufrieden, Candace? Ja! Siehst du, Mom? Ich sagte doch, sie sind nicht da. Oh, hallo Jungs. Hi, Mom. Komm, hilf mir beim Reintragen. Aber. Phineas, das war klasse. Echt super fetzig. Das war Wahnsinn. Dürfen wir noch mal? Entschuldigt, jeder darf nur einmal fahren. Das war toll, Phineas. Und was macht ihr dann morgen? Wissen wir noch nicht. Vielleicht kannst du Perry ein paar Tricks beibringen. Nun, er ist ein Schnabeltier. Die machen nicht viel. Es sind die einzigen Säugetiere, die Eier legen. Vielleicht wird er ein Ei legen. Gut, dann sehen wir uns morgen. Das war wirklich die coolste Achterbahn von allen. Ihr zwei seid ein tolles Team. Tja, ein Bruder ist ein Bruder. Aber ich hätte mir keinen besseren wünschen können. Weißt du, was ich meine? Oh Mann, ich riech die Erdnussbutter bis hier. Hey, beeindruckend, Ferb. Wir sehen uns, Leute. Also, was wollen wir morgen unternehmen? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir eine Liste machen. Lass gut sein, Candace!